Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Classic Gothic 3, ja, in einem vollkommen durchgepatchten, Community-durchgepatchten Zustand. Wir haben ja bei den letzten Malen nicht wirklich so viel gemacht, wir sind ein bisschen rumgelaufen, ich habe ein bisschen was zu Gothic 3 erklärt, wir sind immer noch hier bei der ersten Stadt, haben uns aber auch schon gut aufgelootet und viel Zeugs dabei und ich habe gelernt, wie man eine Rüstung anlegt, man muss nämlich die Enter-Taste drücken. Ganz wichtig, jetzt habe ich nämlich so eine schöne Rüstung von Diego an, eine aus dem alten Lager. Ja, die Nachladelecks sind leider immer noch da. Ich glaube auch nicht, dass ich die noch wegbekomme. Also ich habe noch mal geschaut, was man da so alles machen kann. Es gibt wohl noch so ein Gothic-Cleanup-Tool, was die Texturen komprimiert, beziehungsweise in ein anderes Format bringt. Das Ganze hat bei mir nicht funktioniert. Danach ging das Spiel einfach gar nicht mehr an, ist einfach direkt gecrashed. Ich denke mir, das ist nicht kompatibel zu diesen ganzen Community-Mods, die hier laufen. Wir versuchen jetzt mal noch das Rebellenlager zu finden. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich das Spiel mal gespielt habe, aber das ist bestimmt locker. Locker 10 Jahre her, wenn nicht sogar länger, als ich das letzte Mal Gothic 3 gespielt habe. Aber ich habe das so intensiv gespielt, das hatte ich damals noch nicht mal auf Steam, also man sieht meine Gamezeit nicht, aber ich habe bestimmt 100, 150 Stunden in dieses Spiel gesteckt. Und ich meine mich dunkel daran zu erinnern, wo das Rebellenlager ist, was wir suchen sollten, was ja unsere erste Quest ist, weil ich glaube, das da unten sind die Dudes. Wir nehmen natürlich unterwegs mit, was wir kriegen können. Ich glaube, bei Gothic 3, allgemein bei Gothic, war das auch so, wenn man Gegner besiegt hat, dann bleiben die auch tot. Also sprich, die spawnen nicht nach. Was auch nochmal einen ganz anderen Aspekt in dieses Open-World-Thema hier reinbringt, denn man kommt dann einfach in Regionen rein und kann auch immer wieder in diese Region rein, wenn man die Gegner da besiegt hat. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass Gothic einen grundsätzlich anderen Open-World-Ansatz fährt. Also eher den Spieler sozusagen wirklich die freie Entscheidung lässt, aber nur aufgrund seiner Ausrüstung halt Barrieren in den Weg stellt. Naja, gehen wir mal gucken, was hier unten abgeht. Miliz Gelford. Wenn du durch die hiesigen Wälder streifst, solltest du äußerst vorsichtig sein. Ah ja. Die Orks haben überall ihre Späher in diesem Gebiet. Erzähl mir was. Erzähl mir etwas über diesen Ort. Du bist hier im größten Rebellenlager an der Küste. Wir nennen es Redder. Haben wir es doch gefunden. Viele königstreue Menschen, die noch nicht von den Orks versklavt wurden, verstecken sich hier. Ich kann nur für dich hoffen, dass du kein Spitzel der Orks bist. Sonst machen wir mit dir kurzen Prozess. Verstehe. Also ich hatte ja schon mal gesagt, man kann sich mehr oder weniger Fraktionen anschließen oder Rufpunkte bei Fraktionen verdienen. Also man kann mehr, zum Beispiel für die Orks arbeiten, gegen die Menschen. Man kann auch mit den Menschen arbeiten. Man kann aber auch einfach versuchen, neutral zu bleiben und so seinen Weg zu gehen. Ich bin meistens so ein bisschen pro Menschen gewesen, weil ich die Städte befreit habe und am Ende die Ork-Armee besiegt habe. Aber zum Beispiel in den Nord-Regionen, da sind ja die Orks zu Hause, da sind halt keine Menschen. Da habe ich mich dann meistens mit den Orks gut gestellt, weil es sonst zu stressig wurde, da unterwegs zu sein. Wie ich es jetzt dieses Mal mache, weiß ich noch nicht. Ich lasse mich mal so ein bisschen vom Spiel treiben. Aber ich denke, so es liegt so in meiner Natur, auf jeden Fall die Orks erstmal hier zu vertreiben. Vor allem, wenn man sie dann abschlachten darf. Die Orks wissen nichts von diesem Rebellenlager. Wenn die Orks wüssten, dass wir uns hier verstecken, hätten sie uns bestimmt schon getötet. Ah ja. Erzähl mir mehr. Ich könnte jetzt natürlich den Orks den Standpunkt von diesem Lager verraten, höchstwahrscheinlich. Wir sind die einzigen die noch gegen die Orks kämpfen. Unser größtes Problem hier an der Küste sind die Ork-Patrouillen. Letzte Nacht sind sie uns schon gefährlich nahe gekommen. Wo sind diese Ork-Patrouillen? Eine ständig wandernde Ork-Patrouille befindet sich momentan zwischen uns und Ardea. Die zweite hat sich im Osten auf einem Bauernhof zwischen uns und Kap Dun eingenistet. Wenn wir uns nicht bald darum kümmern... Ah ja. Was ist mit den Menschen, die für die Orks arbeiten? Die meisten von ihnen sind Sklaven. Es gibt aber auch menschliche Orksöldner. Sie dürfen sich in gewissen Grenzen frei unter den Orks bewegen. Ich kann nur hoffen, dass du dich nicht mit ihnen einlässt. Das ist das, was ich meine, ne? Warum soll ich die Orksöldner meiden? Menschen, die mit unserem Feind paktieren, sind der Feind. Aha. Der Weg des Orksöldners ist einfach. Ohne Freiheit und gegen unseren Gott Innos. Hey, ich bin neu hier. Schön für dich. Jetzt haben wir wieder so eine Community-Quest. Hört man sofort an diesen Computerstimmen. Kannst du sicher einem Freund helfen? Du behauptest, ein Freund zu sein und willst, dass ich dir etwas unter die Arme greife? Es ist einfach weird. So richtig warm werde ich damit nicht. Ich werde der Ork-Patrouille auf dem Bauernhof einen Besuch abstatten. Sei vorsichtig. Wenn sie dich für einen Rebellen halten, werden sie dich auseinandernehmen. Aha. Ich kümmere mich um die wandernde Ork-Patrouille. So sieht's aus. Na gut. Pass aber auf. Wie kann ich dir zeigen, dass ich es ernst meine? Indem du dich erstmal um meine Freunde kümmerst.
Ich habe seit einigen Wochen keinen Kontakt mehr zu früheren Kameraden. Wenn du ein Reisender bist, kommst du sicherlich an vielen Orten vorbei. Vermutlich. Mich hält es nie lange an einem Ort. Nun, das ist eine Sache. Ich möchte von meinen Freunden hören. Wenn sie noch leben, will ich wissen, wie es um sie steht und ob sie sich... Was soll ich ihnen? Nun, auch wenn wir früher Seite an Seite gekämpft haben... Verstanden. Bla. Wie heißt der Freund, der diesem Ort am nächsten ist? Ich denke, es wird Mason sein. Mason war lange Zeit mein Waffenbruder im Kampf gegen die... Aha. Ich hatte gehört, dass er sich... Weißt du sonst noch? Ja, er hat vor einiger Zeit einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen. Aha. Irgendwie hat er seitdem einen Kutik. Okay. Hat ihm ein Organe verpasst? Hey! Er ist ja schon... Finde ich in dieser Region noch... Ja, wahrscheinlich. Rocco. Wir haben im Norden Myrtanas gegen die Orks gekämpft. So, bla. Wie ist der Name des dritten Freundes? Der dritte heißt Pierre. Und genau, verstehe mich nicht falsch. Guter Allerdings Kämpfer. Allerdings lässt er sich zu sehr vom Goldgeklimper beeinflussen. Ah. Er könnte sich also den Orksöldner... Nein, ich meine, er könnte auf die Schief... Ich weiß nicht, ob es stimmt. Für die... Hast ich finde, das ist ganz schön viel belangloses Blabla. Ich komme aus Ardea. Orks aus dem Dorf getrieben. So sieht's aus, Bruder. Rede mit Javier. Er weiß schon Bescheid. Javier ist... Handel mit mir. Ja, vielleicht kann Nein, ich hier ein bisschen was loswerden. Wir wissen nicht, ob wir Aha, vertrauen können. So wenig Ruf in Redock. 75% erforderlich. Also erst wenn ich 75%, also 75 Rufpunkte habe, kann ich mit den Dudes hier handeln. Du siehst nicht aus wie ein Holzfäller. Da bin ja auch keiner. Ich denke, dein Platz ist eher bei den Kriegern. Unten in der Höhe. Aha. Wie läuft's? Nicht so gut. Wir wurden von aggressiven Wildschweinen von unserer Arbeit vertrieben. Ah, ist doof mit diesen aggressiven Wildschweinen, ne? Aber die haben nur den Kampf gegen die Orks im... Wenn diese Biester nicht bald verschwinden. Okay, ich kümmere mich drum. Bla. Ich erledige die Wildschweine. Verstehe. Töte die aggressiven Wildschweine, okay. Was, Veteran? Mann, hab ich Hunger. Miliz, wer bist du, Bruder? Ein eifriger Rebell. Gibt's auch uneifrige Rebellen? Ein Wachposten, eine Miliz. So, in guter Gothic-Manier immer schön abspeichern, bevor wir weitergehen. Oh, hier gibt's Stuff. Loot ist wichtig, Brüder. Loot ist ganz, ganz wichtig. Noch. Irgendwann haben wir wieder so viel Kohle in der Tasche, dass es dann auch völlig egal ist. Was ist hier unten los? Ich höre Schwerter ziehen. Aufstrebende Rebellen. Ah ja. Was bist du denn, Bruder? Sebastian. Oh. Was? Tut mir leid. Ach so. Ich bin etwas... Aha. Was kann ich für dich tun? Ja, keine Ahnung. Wer bist du? Wer bist du? Mein Name ist Sebastian. Ich bin der Alchemist hier in Redock. Bruder Alchemist. Du trägst die Kleidung eines Feuermagiers. Vor dem Krieg war ich hoher Magier des Feuers. Tja. Es kam der Tag, an dem wir Feuermagier unseren Stand verloren. Und kurz darauf war der Krieg vorbei. Die Robe ist alles, was mir von meiner Würde geblieben ist. Na, Hauptsache du hast die Robe. Warum habt ihr Feuermagier die Magie verloren? Ich habe schon viele schlaflose Nächte hier verbracht, um diese Frage zu beantworten. Wer weiß? Ich weiß nur, dass wir den Orks ohne die Runenmagie nicht mehr viel entgegensetzen konnten. Viele Feuermagier wurden getötet. Okay, was machst du hier? Was wirst du nun? Ich werde hier in Redock bleiben. Okay. Legenden besagen, dass sie völlig... Bla. Erzähl mir was über die Magie. Sicher ist nur, dass es das alte Volk gegeben hat. Aha. Und man ihre alte... Gut. Der einzige Weg, mehr über ihre Magie zu erfahren. Geheimnisse der Ruinen. Überlebenden Feuer. Okay. Erzähl mir was über Alchemie. Ich glaube, das ist einer der Lehrer. Erzähl mir mehr. Die Orks sind wie besessen auf der Suche. Jeder Händler im Land weiß das. Viele Artefakte sind auch für uns Magier. Aha. Lehre mich. Das werde ich gerne tun. Ich habe zehn Heilpflanzen, Bruder. Ich besorge die Heilpflanzen. Das Problem ist halt echt... Ich will eigentlich gar nicht mehr diese ganzen Dialoge anhören, weil teilweise ist das echt uninteressantes Blabla, aber man muss die durchgehen, um bestimmte Quests freizuschalten. Das heißt, ich werde die auf jeden Fall alle durchklicken. Was ist in den Feuerkelchen sowieso? Die Feuerkelche sind Es heißt, dass sie mächtige magische Fähigkeiten. Wenn du einen Feuerkelch finden solltest, dann bringe ihn zu meinen Ordens. Okay, mache ich. Kannst du jetzt mit mir handeln? Nee, du darfst auch nicht mit mir handeln, weil du traust mir auch noch nicht. Ne? Das ist ja doof gelaufen. So, wie viele Heilpflanzen habe ich eigentlich schon? Habe ich schon 10? Ich habe doch schon vor oben da ein paar gesammelt gehabt, oder? Wo sind Heilpflanzen? Ah, 6 habe ich. Muss ich also noch 4 weitere Heilpflanzen sammeln. Machen wir dann nachher. Erstmal gehen wir hier noch ein bisschen Looky-Looky machen.
Du bist also Marlo? Willkommen, Fremder. Ja, was hallo. Kann ich für dich tun? Was ist los, Brodingo? Brauchst du Nahrung, Kleidung oder vielleicht einen starken Marlo verkauft dir... Ach so. Wer... Ich bin Marlo. Ich bin der Beste, was mich vor allem... Silber. Ja, ja, okay. Was machst du? Ich kenne Wege, das Zeug in... Du unterstützt also eine... Okay. Wir haben Leute, wenn... Blablabla. Wo gibt's hier an der Küste was zu holen, Bruder? Ich kann dir ein paar... Alles nicht umsonst. Was gibt's? Ich zahle doch kein Geld für deine Infos. Vielleicht. Bist du fernbehindert? So, zeig hier. Mir zeig mir deine Waren, Bruder. Jetzt. Ah doch. Der hat 8000 Gold. Werden wir auf jeden Fall mal hier diesen ganzen Schnodder verkaufen. Den wir nicht brauchen. Hier diese ganzen Ork-Waffen, die wir sowieso zu Tausenden noch finden werden. Was? Helle Barde. Die ist ja jetzt schon schwächer als das, was wir haben. Ushtarach. Das sind halt so Zweihandwaffen und ich bin sowieso kein Freund von Zweihandwaffen. Also ich gucke immer, dass ich Einhandwaffen mit Schild habe. Das ist mir eigentlich deutlich lieber. So, der Bogen hier ist abgenutzt. Der Bogen hier ist schwächer als der Bogen. Knüppel brauchen wir nicht. Rostiges Schwert brauchen wir nicht. So, dann haben wir hier abgenutzte Schwerter. Was ist das? Normales Schwert. Die sind auch alle abgenutzt, die Dinger. Und an diesem Symbol. So, von diesen normalen Schwertern behalte ich mal nur eins, falls unser anderes Schwert abgenutzt ist. So, dann schauen wir mal hier die Schilde. Der ist richtig wack. Der ist wack und der ist wack. Den heben wir auf. So, da haben wir schon eine ganze Menge verkauft. Also ihr seht, das Looten hat sich definitiv gelohnt. So, hier, was wir auf jeden Fall nicht brauchen, sind so Kellen, Hammer. Schmiedehammer brauchen wir für die Schmiede, meiner Meinung nach. Bürste brauchen wir nicht. Und schwarzer Rober. Gutes Zeug, würde ich sagen. Beste Ware steht da als Beschreibung. Beste Ware. Schatullen brauchen wir nicht und Silberpokale brauchen wir auch nicht. So, da haben wir ordentlich was weggedrückt. Leere Fläschchen brauchen wir nachher für Alchemie, wenn wir Tränke brauen wollen. Meine ich. So, was hat er hier? Rezepte für gekochten Fisch und Schnaps und eine Weltkarte. Aber ich habe doch eine Weltkarte, oder? Habe ich keine Weltkarte. Nehmen wir die. Wir nehmen die mal, würde ich sagen. So, wir haben eine Weltkarte erhalten. Wie funktioniert denn das mit der Weltkarte? Wo ist die denn? Wo ist die denn da? Ah, jetzt sehe ich auf der Karte, wo ich bin. Aha. Habe ich nämlich vorher nicht gesehen. Das ist natürlich praktisch. Jetzt wissen wir wirklich, wo wir sind und können uns dann ein bisschen besser navigieren. Ist ja interessant. Vorher... Nee, ich hab da gar nichts gesehen. Ich hatte keine Weltkarte, ne? Ich war nur im Questlog hier. Genau, hier im Questlog. Da hat man eine Weltkarte. Lul. Kann aber nichts sehen. Und jetzt habe ich die echte Karte. Ah, gut, dass wir die gekauft haben. Gut, dass wir die gekauft haben. Und ordentlich Gold haben wir auch gehasselt. So, hier dürfen wir jetzt ja nicht einfach an die Sachen ran, denke ich mal. Da kriegen wir sofort Ärger. Außer vielleicht ans Pult. Probieren wir mal aus. Hier steht nichts Neues. Ja, naja, steht auch nichts. Ich glaube, wenn wir jetzt hier an die Kiste gehen würden, gibt es direkt auf die Finger. Machen wir nicht. Wir sind ja auch ein guter Rebell. Siehst du, der hat hier direkt Lucky Lucky gemacht. Der macht Auge, der Bruder. Der macht Auge. Eine Rebellin, ganz alleine, in einer Schlafkammer. Was soll das denn für ein Setting sein? So, Zauberwurzeln, die nehmen wir auch noch mit. So, und dann gucken wir mal, wer hier unten alles rumhängt. Kopper. Hey, du siehst aus, als könntest du ein paar Schläge vertragen. Ah, er kriegt gleich auf die Fresse, Bruder. Du willst dich mit mir schlagen? Nicht im Ernst. Du bist hier unter Freunden. Ich brauche Training. Aha. Hast du von Norris die Regeln für den Arena? Hier unten gibt es eine Arena. Ah, stimmt. Hier unten konnte man die Leute verprügeln, aber ich bin jetzt noch nicht so der krasse Kämpfer, ne? Du bist neu hier, was? So sieht's aus. In letzter Zeit sind viele Flüchtlinge zu uns nach Redock gekommen, aber dein Ich bin ja auch der Neue. Hast du hier... Ich bin der Erfahrenste hier, wenn es um den Kampf gegen die Orks geht. Ich schätze, das macht mich zu einer Art Anführer. Aha. Du trägst die Rüstung eines Paladins. Ohne Rüstung hätte ich auch gerne, Mann. Ich war ein Paladin, bevor die Orks den Krieg für sich entschieden. Ich habe in der letzten Schlacht um die Hauptstadt... Jetzt bin ich genauso... Erzähl mir mehr über den Krieg. Dazu gibt es... Als wir Paladine unsere Runenmagie verloren... Okay, ihr habt doch verloren. Wie kann ich... Es gibt viele Möglichkeiten. Du musst nur mal... Oh ja, rumgehen. Wir müssen uns rüsten. Ich brauche Waffen. Oh, oh, oh. Ich brauche Waffen. Ach, schon wieder einer dieser Hänger. Ich habe immer Angst, dass das Spiel dann crasht, Alter. Macht mich nervös. Das macht mich echt nervös. Unser letzter Schmied ist im Kampf gefallen. Seitdem steht uns...
Oh, wir müssen dir einen neuen Schmied besorgen. Was war? Nicht viel. Er ist mit den Orks. Oh, jetzt haben wir wieder so eine Community Quest. Wenn du etwas rausfinden willst, versuch's mal bei. Das Problem ist nur, sie dazu zu kriegen, dass sie sich überhaupt mit einem Menschen einlassen. Ah. Wir haben die. Dir haben wir das. Ab jetzt kümmern sich unsere Leute darum. Wenn du. Oh, guck mal, hier, ruf bei den Rebellen. Digga, ich befreie eine ganze Stadt und ich krieg einen mickrigen Rufpunkt. Ihr seid doch. Bah! Erklär mir die Sache mit der Revolution. Die Städte von Myrtana werden von den Orks regiert. Jedoch befinden Unehre. Sich einige von uns Rebellen innerhalb der Städte und halten sich im Hintergrund. Wenn die Zeit gekommen ist, mobilisieren sie die Sklaven. Du musst diese Untergrundrebellen finden. Ah, genau, das meinte ich, ist halt mit diesen Befreiungen der Städten. Er bewegt sich unter den Sklaven in. Ich hoffe, sie haben ihn noch. Ich werde dir nicht sagen, wer es ist. Aber okay. Wenn du sein Vertrauen gewinnen kannst. Ja, also es muss dann ein Sklave sein, also halten wir Ausschau nach einem Sklaven. So, ich glaube, das war so. Ah ja, ich erinnere mich wieder. Wenn eine Kiste orange oder rot ist, dann gehört es jemandem. Wenn irgendwas weiß ist, dann ist es nicht gebindet und man kann es einfach nehmen. Wir probieren das mal. Also ich speichere jetzt einmal ab. Und ich glaube, die weißen Sachen kann ich mir einfach nehmen. Ja? Geht da? Keiner sauer. Nochmal weiter. Ah. Ja, ich weiß Bescheid, was ich klauen darf. Ich weiß Bescheid, was ich klauen darf. Und wenn eine Kiste orange oder rot ist, dann lassen wir da lieber die Finger von. Oder wenn irgendein Gegenstand nicht weiß ist. Weil, guck mal, hier ist alles weiß. Kann ich mir eigentlich alles nehmen. Wenn ich dann gleich wieder oben bei dem Dude in Geld verwandeln. Ich raub den jetzt hier zwar die komplette Waffenkammer aus, aber brauchen die ja sowieso nicht. Die hier unten versteckt. Ey, nicht sitzen. Oh, Digga, ist das dunkel hier in der Ecke. Da sieht man ja gar nichts. Wenn man meine Fackel rausholt. Nagelkeule, Holzschild, Ellebarde, noch ein Holzschild. Digga, hier direkt die Taschen voll gemacht. Hat sich gelohnt, hier unten vorbeizuschauen. Können wir eigentlich alles wieder verchecken da oben. Es sei denn, da ist was dabei. Habe ich nicht dieses Ding angelegt gehabt? Komisch. Ich dachte, ich hätte das equipped. Irgendwie doch nicht. Na gut, habe ich es aber equipped. Schilde, genau, konnte ich noch nicht tragen, muss ich ja Schildparade lernen. Ah, bräuchte mal einen Lehrer, aber ich glaube, hier unten würde mir auch noch keiner was beibringen, dafür ist es nur noch zu früh. Aber irgendein Dude sollte mir dann noch die Regeln für die Arena erklären. Der hier, ne? Ah, ein neuer. Ein neuer Mann. Was machst du hier? Ich kümmere mich um unsere Kampf. Wir trainieren und versuchen uns, so gut es geht, auf einen Kampf mit den Orks vorzubereiten. Okay. Der gesperrte Bereich da drüben ist. Zeig mir, wie man kämpft. Ich zeige dir, wie man mit der Waffe. Oh, cool. Ihr bekämpft euch. Das ist das. Die bla, 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 bla. Wie läuft das mit der Arena? Du forderst jemanden zum. Okay. Weil ihr die Arena betreten. Okay. Das ist alles? Nicht ganz. Gibt zwei Regeln. Derjenige, der die Arena im Kampf verlässt, hat verloren. Okay. Zweitens, wenn einer am Boden liegt und nicht mehr aufsteht, ist der Kampf vorbei. Okay, also danach, killen ist nicht. Oder den Gegner tötet. Verstehe. Was soll ich für euch was machen? Unsere Schmiede stand da. Wenn du uns 5 Waffenbündel bringst. Okay, 5 Waffenbündel. Wo kann. Waffen gibt es dort, wo es Orks gibt. Aha. Sie können mit den Waffen der Menschen. Also sammeln Sie diese, verpacken sie in Waffenbündel und lagern. Verstehe. Würdest. Ah, guck mal, hier kann ich ein bisschen was lernen. Geil. Kann ich bei dir. Ja, Digga, hier bei ihm kann ich die Schildparade lernen. Die Frage ist, habe ich schon 15 dazu Lernpunkte? Bist du noch nicht bereit. Dir fehlen 100 Stärkepunkte, dir fehlen 24 Jagdpunkte. Scheiße. Kann ich ein starker Schwertkämpfer werden dazu bei dir? Bist du noch nicht bereit. Dir fehlen 50 Stärkepunkte. Boah, Digga, da muss ich mal kurz mir meine Stats angucken. Da muss ich ja die ganze Zeit erstmal pushen, ne? Stärke 100. Ich habe gerade mal 30 Lernpunkte. Meine Güte. Ja gut, damit verändert das Spiel natürlich, dass man gleich zu Beginn völlig overpowered ist. Würdest du mich im. Die Frage ist, bringen mir die Stärkepunkte sowas? Ich glaube, sie bringen mir so gar nichts. Okay, nochmal. Jetzt habe ich aber immer noch nicht genug, ne? Mir fehlen immer noch 30 Stärkepunkte, meine Güte. Gut. Ich hatte aber meiner Meinung nach auch mal Tränke gesehen und so, die dauerhaft die Stats erhöhen. Wir sollten auf jeden Fall nach solchen Tränken Ausschau halten. Wenn ich jetzt 30 Stärkepunkte mehr habe, mache ich dann auch mehr Damage? Ich glaube nicht. Ich glaube, der Damage bleibt genau gleich. Weil man kann nicht mehr Damage machen, als das Schwert macht. Es ist echt nur so eine Grenze, die man erreichen muss, um halt
ja, keine Ahnung, halt diese anderen Sachen freizuschalten oder bessere Items zu tragen und so. Ah, guck mal, eine Kiste. Das sieht doch keiner, wenn ich hier was kurz nehme, oder? Doch keiner hin. Gucken. Wir gucken mal. Ich ein Feuer ab. Doch keiner. Sieht doch keiner. Hab ich doch gesagt, sieht keiner. So, jetzt könnten wir doch den, Halt. Oh. Hier sind einige wertvolle Sachen verschwunden. Oh shit. Weißt du etwas darüber? Nee, keine Ahnung. Wir beobachten dich. Seht ihr? Das Klauen war nicht so cool. Die haben es nicht gesehen, aber die haben es irgendwie mitbekommen, dass Sachen verschwunden sind. Also wir müssen aufpassen, wenn wir uns an den Kisten vergreifen. Ich glaube, das lassen sie uns nicht dauernd durchgehen. Wollen wir mal probieren, ob wir den schon umhauen können? Mit mir in die Alles klar. Probieren's mal. Aber ich habe keine Chance gegen den Dude. Komm, Oder, habe ich eine Chance? Das sieht gut aus. Sieht gut aus. Oh, Bruder, mach nicht diesen. Alter, wie viel hackt er denn auf mich ein? Oh, ich habe ihn einfach mal in Flammen gesetzt mit meiner Fackel. Auch nicht schlecht. Ach so, mit Rechtsklick finger ich hier mit meiner Fackel rum. Nice. Cool, besiegt, würde ich sagen. Kann ich noch seinen Stuff einsammeln? Ihn ein bisschen looten? Und dann hat sich die Sache erledigt. Kampftraining erhalten. Ich darf ihn jetzt nur nicht töten. Ne? Also ihr seht, dass sich seine Hals oben wieder regeneriert. Wenn ich jetzt mein Schwert auspacken würde und ich würde nochmal Linksklick machen, dann macht er so einen Finishing-Move und dann wäre der Typ Brei. Wir sprechen uns noch. Was ist denn los, du Bruder? Hast den Reifeleist. Wenn du einen Waffengefährten an deiner Seite... Du willst an meiner Seite kämpfen? Du willst an meiner Seite... Du bist ein vielversprechender Mann. Du brauchst nur noch einen... Ich werde dahin gehen, wohin du gehst. Und werde gegen diejenigen kämpfen. Cool. Wenn du mich nicht mehr brauchst, schicke... Ja, erstmal brauche ich dich nicht. Habe ich mir so einen kleinen Zeitkick hier verdient. Nicht schlecht. Hatte der denn da für eine Notiz eigentlich dabei? Da stand doch irgendwas. Wo ist das Ding hin? Kampftraining. Copper, du musst endlich mit dem Kampftraining anfangen. Javier ist gar nicht über deinen Fortschritt erfreut. Bald lässt er dich die Holzfäller beschützen. Weißt du, was das letzte Mal passiert ist? Das war eine hässliche Sache. Ah, ja. Keine Ahnung, was die meinen, aber gut. Kriege ich jetzt was dafür, dass ich den besiegt habe? Ja, du bist doch der Arena-Dude. Wo bist du denn? Ah, Noris. Nee, okay. Dann würde ich sagen, wir verlassen jetzt mal die Höhle. Wir haben hier, glaube ich, alles gesehen, was wir sehen konnten. Wir können jetzt eigentlich auch mal die Fackel wieder einstecken. Wie stecke ich eigentlich die Fackel wieder ein? Ah, einfach nochmal 0 drücken. Und ja, wir können bei Marlo noch den Stuff verkaufen, den wir hier gerade gelootet haben. Den brauchen wir ja sowieso nicht. Die Holzfäller-Axt, eine Spitzhacke heben wir, glaube ich, auf, weil die brauchen wir, glaube ich, wenn wir mal irgendwann so Sachen sehen, wo man was abbauen kann. Da gibt es auch so eine Teile. Ich erinnere mich da auch dunkel dran. Die rostige Schwerter brauchen wir nicht. Das kann weg. Disch kann weg. Knüppel kann weg. Ja. Bin ich so der Speertyp. So, diese Wack-Schilde können wack. Und dann behalten wir hier nur noch die guten Schilde. Oh, wieder so ein Hänger. Bruder, nicht abstürzen. Danke. So, einmal tauschen. Haben wir schon eine gute Menge Gold gemacht dafür, dass wir noch am Anfang des Spiels sind. Aber nicht unterschätzen, ich glaube, die meisten Sachen sind auch relativ teuer. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt in die nächste Stadt kommen. Da wir jetzt eine Karte haben, sollte das Navigieren auch ein bisschen einfacher sein. Es wird auch langsam Dämmerung draußen. Oder wir gucken, ob wir noch die 10 Heilpflanzen kriegen für den Dude. Guck mal, ich sehe da noch eine Heilpflanze. Ich glaube, das kriegen wir schnell hin. Wir brauchten doch nur noch 4. Und wenn es dunkel ist, ist es halt auch kacke. Dann kann ich mich lieber unten kurz mal schlafen legen. Ah, da haben wir doch schon 10 dann. Eine. Noch eine. Oh, oh. Noch eine. Eine nehmen wir noch mit, weil ich die da gesehen habe. Die hätte er sich auch selber sammeln können. Ist alles voll mit den Dingern, Alter. Hauptsache mich erstmal losschicken. So, dann geben wir ihm die noch schnell zurück. Und um so ein bisschen auch zu beeinflussen, ob Tag oder Nacht ist, können wir uns ja auch in die Betten legen. Und es ist auf jeden Fall praktischer, bei Tag durch den Wald zu gehen, solange wir noch nicht so gut equipped sind, als wenn wir das bei Nacht machen. Springen ist auch ein bisschen OP, Alter. Wie krass er durch die Lüfte geleitet.
So, hier hast du deine 10 Heilpflanzen, hier Bruder. Hier hast du 10 Heilpflanzen. Prima. Jetzt kann ich mein Wissen mit dir teilen. Und dafür kriege ich 10 Rufpunkte in Redok? Zähl mir doch nicht so einen Scheiß, Alter. Nein. Handel. Nee, immer noch nicht. Bringst du mir was bei? Er würde mir jetzt was beibringen. Ich will schnell lernen. Wie können Roben mich besser schützen? Ich will den Stab. Ich will schneller lernen. Was würde denn das bringen? Also jede Ability, die wir freischalten können, die muss ja hier zu finden sein. Roben verbessern. Da, schnelles Lernen. Bei jedem Stufenanstieg erhält der Held einen zusätzlichen Lernpunkt. Ja, das ist natürlich geil, wenn wir das relativ früh freischalten, weil dann stacken die sich natürlich gut auf, die Lernpunkte. Also das sollten wir definitiv im Auge behalten, dass wir diese Ability relativ früh freischalten. Also 7 Lernpunkte brauchte ich dafür. Habe ich eigentlich noch irgendwas, was mein Life auffüllt? Also das hier ist ja auch Digga, diese Riesenpflanze, die er sich reinstopft, ne? Ah, guck mal. Hier haben wir dauerhafte Max-Lebensenergie-Erhöhung. Also die Pflanzen erhöhen dauerhaft. Guck mal hier, Max-Ausdauer auch dauerhaft, ne? Riesenpflanze. Ja, also das ist das, was ich meine. Es gibt so Tränke und hier auch Max-Mana und Pflanzen, die dauerhaft unsere Sachen pushen. Hier Jagdgeschick, sogar so eine Pflanze, die solche Stats pusht. Ganz, ganz wichtig. Da, Scavenger-Eye. Aber ein Scavenger-Eye pusht auch Lebensenergie um 5 dauerhaft? Nee, das ist jetzt nur Health. Also, das regeneriert. Hätte mich ja sonst auch gewundert, die Dinger findet man noch die ganze Zeit. So, dann ist auf jeden Fall unsere Herzbar ein bisschen weiter voll. Dann legen wir uns noch mal kurz irgendwo hin. Ich glaube, die NPCs sehen es auch nicht gerne, wenn man sich in ihre Betten reinlegt. Aber wir machen das jetzt trotzdem mal. Und schlafen bis mittags. Gut, da hat jetzt kein Problem damit. Der Dude schläft anscheinend nie. Und dann gehen wir jetzt mal in den nächsten Bereich. Ach so, das war natürlich dumm jetzt, Items zu nehmen. Denn durch das Schlafen hat sich sowieso alles resettet. Ja. Yeah. Passiert. So, wie kommen wir jetzt eigentlich auf die Map? Gibt es einen Shortcut für die Map? Was ist denn los hier? Sag mal, stehen an der Treppe, Bruder. Gibt es einen Shortcut für die Map? Ich kann höchstens mal bei Einstellungen gucken. Schwierigkeitsgrad? Nee, natürlich nicht. Steuerung. Tastaturbelegung. Ja, ich muss auf angepasst klicken. Ah ja. So, Landkarte, Magiebuch. Also M ist Landkarte. Oder ich muss mir die in meine Quickslot-Leiste legen vielleicht. Also wir probieren mal M. Ja. Aber nicht Landkarte. Ah, okay. Wir müssen es nur auswählen. Alles klar. Also M funktioniert. So, wir gehen jetzt mal. Wir kamen ja von Adea und gehen jetzt mal Richtung Kap Dun. Das ist also in dieser Richtung. Einmal safen. Und Attacke. Mir wäre es eigentlich wohler, wenn ich mich auf dem Weg befinden würde. Guck mal, da ist schon der erste Wolf. Aber er ist kein Gegner, Bruder. Er ist kein Gegner. Er ist kein Gegner. Gar kein Gegner. Ja, das sieht doch aus wie ein Weg. Fallschaden. So, hier würde man wieder zurück nach Adea kommen. Also sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Wer bist du denn da hinten? Oh, fuck. Da sind die Orks, Bruder. Aber noch sind die doch nicht böse auf mich, oder? Ich habe doch noch keinen schlechten Ruf bei denen. Mach keinen Unsinn, Fremder. Sonst werden uns die Orks bestrafen. Okay, okay. Ich halte die Füße still. Was machst denn du hier? Was machst du hier? Ich bin Sklave der Orks. Ah, miese Sache. Rücken krumm. Dabei bin ich doch schon. Ah, das ist ein Schmied. Den könnten wir gebrauchen. Aber als Schmied zählst du bei den Orks nicht viel. Ich werde. Red keinen Unsinn. Okay, okay. Du bist Schmied. Du bist. Tja, tut mir leid, aber besorg mir eine Schmiede. Verstehe. Okay. Wenn wir die hier umklatschen, dann. Schaffen wir das, Digga? Schaffen wir das? Mal gucken. Also der hier ist ein Ork-Töter, der macht Bonusschaden bei Orks. Das ist dann wahrscheinlich besser, die Waffe auf 1 zu ziehen gegen Orks. Wir probieren es mal. Wir probieren es mal. Ich weiß nicht, ob ich 3 Orks besiegen kann, aber Überraschungsangriff. Bruder, macht der Schaden. Nee. Nee. Mein Verteidigungswert ist noch viel zu gering. Oh, Digga, Ende.
Oh, das ist mein Ende. Ah, ah, tat er weh. Nee, also gegen 3 Orks schaffen wir nicht, auch nicht mit Überraschungsangriffen. Aber ein bisschen leveln und dann befreien wir den guten Schmied. Und dann haben wir einen neuen Freund fürs Rebellenlager. Aber mein Ende im Game ist auch das Ende dieser Folge. Ich wollte mich aufs Mikro verschlagen. Denn die Folgen sollten ja eigentlich nicht so lang werden, aber wir sind ja schon wieder bei guten 30 Minuten. Von daher, wir sind im Rebellenlager Redok gewesen. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Kapdun in die nächste Stadt. Und ich würde sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ciao, ciao.